Das sind Fragen, die ich dir nicht beantworten kann, sondern die ich mir eher noch mir selber stelle. Mein Gott, ich dachte gerade, dieser komische Arm wäre ein Gegner. Man sieht aber jetzt auch nichts, also die machen jetzt auch keine Geschichten hier mit Spiegelung oder so, ne? Na, ich sehe da nichts. Dann geh mal wieder hoch. Wobei du kannst, ohne Scheiß, irgendwas müssen wir glaube ich mit dem Ding machen, weil du kannst das jetzt wegtun, weil die Leiter ist bis nach unten gekommen. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Da müssen wir wahrscheinlich da hinschieben oder so, wo das weiße Ding war. Und jetzt? Okay, das bringt uns irgendwie so gar nichts. Hier ist aber auch kein... Ach, was ist denn? Wenn das Feuer geht, das auch nicht, oder? Geh ins Feuer! Ich werde mal eben auf die andere Seite gehen, damit wir ein bisschen schneller schieben. Wo soll er denn hin? Oder müssen wir ihn nach unten schieben? Also, können wir noch treffen? Nee. Meinst du rausschieben? Können wir den theoretisch rausschieben? Da hinten aus der Ecke raus? Ja. Ja. Nee. Okay. Wieso ist denn da so ein Gitter? Geil. Aber irgendwas müssen wir doch damit machen. Ja, jetzt vor allen Dingen, wo die Leiter runtergekommen ist, würde mich das wundern, wenn nicht. Moment mal, der da oben hat auch so eine komische Medaille an. Ja. Konnten man die Dinger hier... Oder muss man den hier irgendwo hinstellen und dann nochmal nach oben und die alte Zeit da machen? Das kann auch sein. Aber du kommst ja so schnell gar nicht bis da mit der alten Zeit. War hier auf der Ebene oder was? Ja, nach oben klettern kannst du auch nicht, da oben ist nichts mehr. Achso. Wie kann man nochmal von der Leiter runter? Läuft. Nein, also nicht so. Ich glaube R1 und springen oder so. Oder L1 und springen? Nee. Irgendeine R-Taste und springen. Nee. Einfach nach rechts und springen. Hammer! Nice. So. Was ist das denn jetzt hier? So, das hier können wir doch benutzen. Ja, stimmt. Die Tür haben wir auch noch nicht aufgeklopft. Da hinten ist auch noch eine... Ah, okay. Stimmt, hier hatten wir Schiss, dass da ein Aufzug ist, ne? Ja. Was soll denn jetzt? Ach, hier bist du auch schon gewesen. Ja, offensichtlich. Offensichtlich, ja, aber ich kann mich gerade nicht... Ach, das ist der Tor. Ah, die Tür ist das, okay. Nee, dann müssen wir doch das Ding auf das Feuer schieben. Hui. Guck mal, der verliert seinen Kopf. Nein! Ah, wie gemein. Boah. Naja, jetzt wissen wir zumindest, was wir hier machen müssen. Ja, das stimmt allerdings. Hör mal. Geht doch. Rums macht's laut.
Jetzt aber. Juhu! Ach, das wird dann mit nach oben getragen. Das ist gut. Das ist gut. Das können wir vielleicht benutzen, um das nachher auf die auf das Ding zu stellen, wo wir das wir brauchen. Nein, nicht auf das Ding. Um an durch die eine Truhe zu kommen. Ach so, da, also du unter die. Aha. Weil das können wir jetzt ja beispielsweise da runterwerfen. Dafür war das hier also. Ah, langsam macht alles Sinn. Okay, jetzt weiß ich nicht, ob wir das nicht oben noch gebraucht hätten, theoretisch, aber gut. Wofür? Keine Ahnung. Also wenn müsste ja man, wenn man das oben irgendwie für Story oder sowas braucht, die Möglichkeit haben, Hammer. Das nochmal da hochzubringen. Jetzt müssen wir das einmal da. Boah, ich dachte schon, hier geht das nicht rum. Haben wir hart dran vorbeigefahren. Lass das doch einfach auf dem Schalter stehen. Auf welchem Schalter? Unten der Schalter. Ne, ja, das ist viel zu klug. Komm, komm, komm! Ich denke mal, ansonsten müssen wir das unter die Dingen stellen. Unter die Sanduhr? Ja, tippe ich mal. Oder in die Mitte. Was ist das denn hier? Wieso ist da nix? Egal. Meine Truhe! Meine Truhe und meine Keime. Das müsste jetzt eine Feder sein. Yes, Sir! Mehr Magie, das ist ja mal gut. Ja, mehr Leben haben wir gerade schon gekriegt. Ah. Magieverbesserung. Da ist nix. Ups, was sagt das? Notiz des Propheten Castor. Das Orakel Aletheia hat gerade eine öffentliche Vision und darf nicht gestört werden. Alle Suchenden und ihre Opfergaben dürfen nur dem Propheten vorgeführt werden. Eine göttliche Vision natürlich. Was hab ich denn gesagt? Eine öffentliche. What the fuck, ey? Wie kommt der auf öffentlich? Ja, Ö und die zwei T's sehen aus wie F's. Das stimmt. Ja. Also ich tippe mal, wir müssen das unter das Ding stellen. Aber da kommen wir gar nicht hin. Klar kommen wir da hin. Nee. Hier links können wir das nicht vorbeischieben. Unter rechts auch nicht. Rechts sind wir doch hergekommen. Ja, aber da konnten wir das nicht weiter nach links schieben. Echt nicht? Hey, what the fuck? Da sind wir doch gerade hergekommen. Ja. Warte jetzt. Ach so, Moment. Kommen wir jetzt eigentlich nicht einfach schneller auf das Ding? Ach so, ja genau. Stell das mal wahrscheinlich hier vorne hin. Ja, guck mal, da ist ja sogar die Einbuchtung. Natürlich. Schon versaut. Jetzt aber. Schwing! Da war das da oben doch kein Aufzug, der Raum. Nee. Bringe deine Gaben für Aletheia. Wir entscheiden dann, ob sie würdig sind. Ich gebe gar nichts. Du forderst wirklich eine Audienz, Leu? Beim Orakel ohne Gaben mitzubringen? Kühn. Töricht, aber kühn. Die sieht aus wie seine Handpuppe. Du musst einen guten Grund haben, mit solch einem Zeichen das Orakel aufzusuchen. Kehre zurück, wenn du bereit bist, Opfergaben zu erbringen. Ich kam, um das Orakel zu sehen. Und das werde ich jetzt auch tun. Ich hätte gerne deine Geschichte gehört, Krieger. Eine Schande, dass du dich der Vernunft verschließt. Entfernt ihn. Entfernt ihn. Ja, lass sie probieren. Wir brauchen einen besseren Sklavenhändler. Alter! What the fuck ist das denn? Ah,
Ach du Scheiße. Wir dulden deine Vermessenheit nicht. Du wirst sie nicht sehen. Nice. Leiten. Holy fuck, ja sicher. Alter Vater. Dein Wunsch, das Orakel zu sehen, wird dein Tod sein. Hui, war knapp. Allerdings. Low, Hammer. Wow. Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich. Die sind tot. You don't say. Da, da, oh. Da, 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 da. Was? Nix. Wir sorgen dafür, dass du nicht überlebst. Ja, bla bla bla. Voll der ekelhafte Typ, ey. Ja, der erinnert mich so ein bisschen das Vieh, was bei dem so mit da drin ist, der erinnert mich an aus 300. Ich weiß, er kommt näher. Lass mich, ich kümmere mich. Boah. Das war safe. Arroganter Narr. Naja, ich hol dich schon. Oh fuck. Ja, sicher! Wir lassen uns nicht besiegen! Alter Vater! Aber geil! Du magst ein großer Krieger sein, doch in unserem Tempel hast du nichts verloren! Das sieht du cool wirst aus. Das Orakel niemals sehen! Lol! Voll die Chillerin! Die sieht irgendwie so ein bisschen aus wie bei Herr der Ringe, der eine König da. Ja, ist. Stimmt! Das ist prima Schlangenzunge. Er ist aber ganz schön hartnäckig. Seine Hartnäckigkeit bringt ihm nichts als den Tod. Ja, ja, ich kann gleich zwei Köpfe abschlagen auf einmal. Ja. Auf die Animation freue ich mich schon. Oh, cool. Wir können ihn mit Steinen bewerfen. Nicht gut. Wieso durfte er meinen Tempel betreten? Ah, das war aber nicht so gut, Junge. Ja. Lol. Alter, ich hab dich doch geblockt und pariert. Wenn die Hades-Klingen so teuer sind, wie von Zeus, dann kannst du mit 4000 die nächste Stufe, glaube ich, machen. Ich glaube sogar mit 3000, oder? Ach so, ja, bei Zeus hättest du mit 4000 die letzte Stufe machen können und dann zaubern. Wir haben jetzt quasi alles so weit, dass wir mit allem nicht zaubern können. Außer mit den Feuerklingen. Der ist viel zu schnell, der Typ. Ja, sicher. Alter, Alter. Ja, sicher. Wie der sogar dem ausweicht. Kaputt machen. Da fällt ihn jetzt alle runter. Hammer. Lol.
Ah, der teleportiert sich trotzdem so ein bisschen durch die Ich dachte schon, was ist denn jetzt los?